Hi Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Hörbuches der Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keine Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 20 – Der Wolf im Fuchsbau – Teil 2. Im Fuchsbau schien man Hermine nicht zu vermissen. Nur Ron und Sirius schauten untröstlich drein. Es sollte eine Überraschung für Harry sein, dass nicht nur Remus und Tonks, sondern auch Neville und Luna heute Abend zu Gast waren. Für Harry war die Überraschung gelungen. Er fand sich plötzlich mit Luna in einer sehr angeregten Unterhaltung über den letzten Artikel des Klitterers wieder. Ron hingegen war der festen Überzeugung, dass alleine aufgrund Hermines Abwesenheit die Überraschung nicht geglückt sein konnte. Nicht einmal teilweise. Sirius war wütend, dass Snape ihm die Idee, Harry mit alten Bekannten zu überraschen, durchkreuzt hatte. Sein Patensohn stand Hermine sehr nahe und nun hockte sie bei Snape, anstatt hier am Tisch zu sitzen, Eierpunsch zu trinken und sich mit ihren Freunden zu unterhalten. Dass Hermine nicht hier war, hatte Harry durchaus registriert. Aber er wusste auch, dass sie gekommen wäre, wenn es nicht etwas geben würde, das ihres Erachtens nach wichtiger war. Er konnte und wollte ihr nicht böse sein. Es war nicht die letzte Gelegenheit, sie zu treffen. Mit dem Lächeln eines Spitzbuben sagte Harry zu Luna: "Du wirst es nicht glauben. Dumbledore hat behauptet, er würde auf dem Bild den schrumpfhörnigen Schnarchkackler erkennen." Lunas glasige Augen schienen noch ein Stückchen weiter aus ihrem Kopf zu lugen, als sie verträumt klingend antwortete: "Weißt du, Harry, ich glaube, Professor Dumbledore ist einer der wenigen, wenn nicht sogar der Einzige, der wirklich sehen kann." Ron, der endlich seine miese Stimmung zu untergraben versuchte, fügte Lunas esoterisch klingende Bemerkung hinzu: "Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Weißt du noch, Harry, als wir unter deinem Unsichtbarkeitsumhang in Hagrids Hütte standen? Fudge, Malfoy und Dumbledore." Harry nickte, weil er sich daran erinnerte. "Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Dumbledore uns gesehen hat. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß, dass er mir direkt in die Augen gesehen hat. Irgendwie fand ich das damals richtig gruselig." Harry hatte keine Zeit, dieser Information Wichtigkeit beizumessen, denn Tonks quiekte plötzlich wie ein kleines Ferkel, weil sie eine Karaffe mit Kürbissaft umgestoßen hatte. Sie selbst war die Erste, die über ihr Missgeschick laut zu lachen begann. Liebevoll, aber auch grinsend half Remus ihr, den verschütteten Saft mit dem Zauberstab verschwinden zu lassen und den Tisch zu säubern. Schadenfreude war für Sirius fast die größte Freude. Über Tonks Missgeschick musste er lauthals lachen. Neben Sirius saß Anne. Ihr Augenmerk hatte sie auf all die magischen Dinge gerichtet, die im Fuchsbau geschahen und im Haus der Weasleys geschah viel. Allein schon in der Küche, als Remus seinen Zauberstab gezückt hatte, blinzelte sie nicht ein einziges Mal, um ja nichts zu verpassen. Sie fand es spannend, was alles mit Zauberei zu machen war. Zudem hatte Mr. Weasley sie den ganzen Abend über in Beschlag genommen und sie etliche Dinge über Muggelgegenstände gefragt. Doch sie sträubte sich bis jetzt vehement und mit errötetem Gesicht, ihm den Unterschied zwischen Liebeskugeln und Liebesperlen zu erklären. Seit er Minister war, war seine Vorliebe für Muggelgegenstände zwar kein bisschen verblasst, aber er hatte nur noch wenig Zeit für sein Hobby. Es entging Harry nicht, wie Tonks Remus mehrmals mit dem Ellenbogen anstieß. Irgendetwas hatten die beiden vor. Aber Remus schien zu schüchtern und bat sie flüsternd, sie solle sich noch ein wenig gedulden. Harry hatte es dennoch gehört. Im weiteren Verlauf des Abends gab Remus ständig vor, beschäftigt zu sein, weil er sich entweder gerade Eierpunsch nachschenkte oder mit Sirius ein Gespräch führte. Harry bemerkte auch, dass Tonks darüber sehr ungehalten war. Was auch immer sie loswerden wollte, sie wollte es nun selbst in die Hand nehmen. Denn sie erhob sich von ihrem Stuhl und holte tief Luft, um sich im Anschluss Gehör zu verschaffen. Da sagte die am Herd stehende Molly plötzlich laut in die fröhliche Runde:
So, das Essen ist fertig. Wer hilft mir? Tonks war die Einzige, die nicht auf dem Stuhl saß, sodass Molly die Situation missverstand. Tonks, das ist aber nett von dir. Tonks seufzte, half Molly jedoch, mit ihrem Zauberstab die Gemüseschälchen, Fleischplatten und Saucieren auf den Tisch zu platzieren. Nur zweimal passierte ein kleines Malheur. Während des Essens herrschte keine Stille, ganz im Gegenteil. Und Sirius? Begann Remus. Wie ist das, nach all den Jahren wieder in Hogwarts zu wohnen? Es ist fantastisch. Ich sehe uns ständig in Gedanken durch die Gänge wandern und Schabernack anstellen. Erwiderte Sirius lächelnd. Bei der Einleitung waren sie schnell bei ihrem Lieblingsthema angelangt. Snape. Sie kramten alte Erinnerungen hervor. Allesamt handelten davon, wie sie ihren Mitschüler lächerlich gemacht hatten. Eigentlich war es Sirius, der die Geschichten erzählte, während Remus sich zurückhielt und nur manchmal die Fakten korrigierte. Remus lachte mehrmals, aber eher, weil Sirius außerordentlich gut aufgelegt war. Er erzählte so witzig, während er wie wild mit seinen Armen umherfuchtelte und dabei Grimassen schnitt. Mit seinem ganzen Körpereinsatz gab er den wiedergegebenen Erinnerungen eine unterhaltsame Note. Man war allgemein beim Nachtisch angelangt und beim Thema Weihnachtsgeschenke, als Tonks laut sagte: Für Harry haben wir ein ganz tolles Geschenk. Es ist... Sie beugte sich zu Sirius vor und flüsterte ihm ins Ohr. Hey, das ist gemein, beschwerte sich Harry grinsend. Sirius erwähnte etwas später mit vorgetäuscht ernster Miene, dass er sogar wissen würde, was man Snape schenken könnte. Tonks, Remus, Ron und Harry horchten auf. Aber auch die Zwillinge gegenüber waren neugierig. Und? Was würdest du Severus schenken, wenn du, was ich bezweifle, ihm jemals ein Geschenk machen würdest? Fragte Remus. Sirius grinste verschmitzt und sagte etwas leiser. Ein Einjahresabonnement für Shampoo. Der Witz ist uralt, sagte Fred von gegenüber. Ja, der hat schon so einen Bart, behauptete George. Remus stimmte zu. Der war schon alt, als wir zur Schule gingen. Dann eben die neueste Ausgabe des Knigge. Dann lernt man endlich mal, wie man sich anderen Menschen gegenüber zu benehmen hat. Zu mir war er bisher höflich, beteuerte Harry. Ach ja? Sirius schaute kurz zu Anne, dann wieder zu Harry. Hab gehört, er hätte dich aus seinen Räumen geworfen. Freundlich finde ich das nicht. Weil Harry das nicht entkräften konnte, fühlte sich Sirius im Recht, weiter über Snape lästern zu dürfen. Wenn ihr mich fragt, tut niemand, scherzte Remus. Sirius gab ihm einen freundschaftlichen Schlag auf den Oberarm. Er war schön als Mitschüler miserabel und so, wie ich das mitbekommen habe, war er ein Albtraum von Lehrer. Hermine würde das anders behaupten, gab Harry zu bedenken. Unerwartet beteiligte sich Molly an dem Gespräch. Ich weiß noch, als mir Slakon sagte, ich sollte mich an Severus wenden, wenn ich meine Noten in Zaubertränke verbessern möchte. Ach, wirklich? Fragte Arthur, der einen Moment überlegte. Ich erinnere mich dunkel. Molly nickte. Ich hatte furchtbare Angst, ihn anzusprechen. Immerhin war ich schon in der 7. und er ein paar Klassen unter mir. Hast du ihn gefragt? Wollte Ginny wissen. Ihr Vater lachte. Sie wollte erst mich vorschicken. Habe ich aber nicht. Warf Molly ein. Ich habe ihn auf dem Schulhof gefragt, ob er mir bei einem Thema behilflich sein kann. Die Zwillinge hakten gleich nach. Und? Er hat abgelehnt. Sirius fühlte sich bestätigt. Ich sag doch erst ein Ar... Molly fuhr ihm über den Mund und erstickte damit das Schimpfwort. Ein paar Tage später hat er mich angesprochen. Er meinte, er hätte mit Slughorn gesprochen. 4 Wochen lang haben wir uns nachmittags getroffen und gebüffelt. In der Abschlussprüfung habe ich mich dann um eine Note verbessert. Ginny erkundigte sich, welche Note ihre Mutter nun schlussendlich bekommen hätte. Eine Antwort übernahm Arthur. Sagen wir einfach, deine Mutter hat kein Mies mehr auf dem Zeugnis zu stehen. Ach, er hat's nur getan, weil Slughorn es wollte, behauptete Sirius. Von sich aus hätte er für andere keinen Finger krumm gemacht. Es gab nur Ärger, wenn wir uns über den Weg liefen. Mit ihm gibt's immer nur Ärger. Er zählte mit den Fingern mit. Ärger und Ärger. Weil er Severus verteidigen wollte, füllte Harry seinen Teelöffel mit Vanillepudding und schleuderte den Happen Nachtisch
auf seinen Patenonkel. Der entschied in nur 2 Sekunden, nicht sauer zu reagieren, sondern Harry mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Bevor Ron in das Getümmel einsteigen konnte, rügte Molly die beiden Gäste, die bereits eine kleine Sauerei angerichtet hatten. Zum Glück hatten die Zwillinge das nicht mitbekommen, denn die beiden von einer Essensschlacht abzuhalten, wäre schier unmöglich. Die Lästereien über Snape wurden noch viel gröber. Sirius hatte sich bereits warm geredet. Harry wollte sich die gute Stimmung nicht vermiesen lassen und entschloss sich daher, Molly beim Abräumen zu helfen, und zwar auf Muggelart, um Abstand zu gewinnen. Die Stimme seines Patenonkels war jedoch so laut, dass er immer noch alles hören konnte, auch wenn er weiter hinten in der Küche am Waschbecken stand. Er vernahm jedes Wort von Sirius, als der belustigt erzählte. Und wie er dumm aus der Wäsche geschaut hat, als plötzlich seine ganzen Hausaufgaben in Flammen aufgegangen sind. Oder weißt du noch, als James ihm die Ganzkörperklammer hinterhergeworfen hatte? Er ist voll drüber gefallen, direkt vor Lilys Füße. Remus konterte ernst. Severus hat sich dabei die Nase gebrochen. Und Lily hat James deswegen die Hölle heiß gemacht. Wenigstens einer, dachte Harry, der keinen Gefallen mehr an solchen Späßen mit Severus hatte. Ich fand es viel lustiger, als die Knallfrösche, die Peter bei Binns im Unterricht werfen wollte, in seine Hosentaschen hochgegangen sind. Remus' Ablenkung half jedoch nicht. Aber das Witzigste war immer noch, als James den Kopf über in der Luft hat schweben lassen und... Sirius verstummte und Harry atmete innerlich auf. Vor einigen Jahren, nachdem Harry genau diese Erinnerung in Snapes Denkarium gesehen hatte, hatte er seinen Patenonkel zur Rede gestellt. Sirius musste sich eben an das unangenehme Gespräch erinnert haben, weswegen er mitten im Satz innehielt, um Harry nicht zu verärgern. Was Harry jedoch stutzig machte, war, dass er nun gar nichts mehr hörte. Kein Klappern von Geschirr, kein Lachen, keine Stimmen. Mit weit aufgerissenen Augen drehte er sich um und blickte auf einen leeren Tisch. Vor lauter Schreck ließ er einen Teller fallen, der zum Glück nicht zerbrach. Sein Herz schlug bis in den Hals hinauf. Als Harry etwas an seiner Seite spürte, ohne jedoch jemanden sehen zu können, schrie er auf und machte einen Satz zurück. Von Harrys kurzem Schrei aufgescheucht, starrten alle Gäste ihn an. Molly, die ihn versehentlich gestreift hatte, als sie Geschirr in das Waschbecken legte, entschuldigte sich bei Harry, doch der blickte nur ins Leere. Harry? Fragte Molly besorgt. Sie streckte eine Hand aus, um ihn an der Schulter zu packen. In dem Moment, als ihre Hand ihn berührte, schrie Harry erschreckt auf und wimmerte: Nein, nein! Schützend hielt er seine Arme vor den Oberkörper und ging ein Stück zurück, bis er mit dem Rücken an der Wand stand. Dieses Mal fragte Sirius, der sich bereits von seinem Stuhl erhoben hatte: Harry, alles in Ordnung? Harry antwortete nicht. Er reagierte auf keine Frage. Ron, Remus und Sirius näherten sich ihm und betrachteten ihn besorgt. Sich über die Situation nicht im Klaren seiend, ergriff Ron die Arme seines besten Freundes und erschrak, als Harry panisch reagierte und um sich schlug. Remus hielt Ron davon ab, Harry nochmals zu nahe zu kommen. Alle Gäste waren besorgt. Neville war verwirrt, seinen Freund so hilflos am Boden kauern zu sehen. So kannte er seinen Freund nicht. Luna hingegen blickte Harry sehr nachdenklich an. Besonders Molly war aufgrund von Harrys merkwürdigem Verhalten kaum zu beruhigen. Ständig fragte sie, was mit dem armen Jungen nur los wäre und ob man nicht besser einen Heiler aus dem Mungus rufen sollte. Remus hielt auch alle anderen davon ab, sich Harry zu nähern oder sogar zu berühren. Alle außer Sirius wies er an, die Ruhe zu bewahren und sich wieder zu setzen. Leise fragte Remus seinen besten Freund. Sirius, weißt du, was mit Harry los ist? Sirius schluckte einmal kräftig. Da war eine ähnliche Situation. Harry konnte mich nicht sehen. Ich war mit ihm deswegen im Hospital. Sirius hielt inne. Remus bemerkte, dass Sirius kreidebleich geworden war. Er beruhigte seinen Freund mit einer Hand auf dessen Schulter und fragte: Und was haben die Heiler gesagt? Nichts. Ich meine, sie sagten, es wäre stressbedingt. Ungläubig fragte Remus nach.
Er wird von einem Mal zum anderen blind und taub und die sagen, er hätte Stress. So kurz wie möglich schilderte Sirius das erste Mal, als das geschehen war. Allerdings hatte Harry nicht sehr ausführlich mit ihm darüber gesprochen. Zudem wäre es bisher nur einmal passiert. Niemand hatte damit gerechnet, dass dieses Phänomen noch ein weiteres Mal auftreten würde. Mit einer Hand fuhr sich Remus über das graubraune Haar. Wer weiß alles davon? Sirius überlegte kurz. Außer Anne und mir noch Albus. Mit abwertendem Klang in der Stimme fügte er hinzu. Natürlich auch Snape. Albus wusste von dem Unfall und hat nichts getan? Hat er sich überhaupt dazu geäußert oder hat er einen Verdacht? Sirius verneinte wortlos. Keiner von beiden hatte bemerkt, dass Ron sich ihnen genähert hatte, als sie in ihr Gespräch vertieft waren. Die gesamte Unterhaltung hatte er verfolgt, während er die ganze Zeit über fassungslos seinen besten Freund angeblickt hatte, der wie ein Häufchen Elend auf dem Boden kauerte und ängstlich seine Knie umfasste. Mit einem Kloß im Hals, aber mit lauter Stimme, offenbarte Ron. Ich glaube, Hermine ist genau deswegen heute bei Snape. Soweit zum heutigen Teil unserer Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Wenn ihr möchtet, gerne auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Und natürlich freuen wir uns auch über ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.